Ja, ich glaube, wir haben ein Mäuseproblem. Ich habe letztens den Bruno abgeholt aus seinem Winterquartier, wenn man so will. Und ja, Bettlaken waren angefressen, teilweise die Lebensmittel in den Schubladen waren angefressen. Und Mäusekot an mehreren Stellen, an mehreren Ecken. Ja, dann haben wir den abgeholt, zu Hause vor die Tür. Am nächsten Morgen auch hier wieder Mäusekot entdeckt. Ja, wir hoffen nicht, dass die sich hier irgendwo eingenistet hat. Wir haben auf jeden Fall gestern mal ein paar Fallen aufgestellt. Ja, wir haben das zweite Mal, ist das Fahrzeug einmal komplett durchdesinfiziert. Ich habe auch alles abgesucht, in allen Ecken nachgeschaut. Nichts gefunden, was nach Mäusenest aussah. Die einen schwören auf Nutella als Köder. Wir haben Käse genutzt. Also dementsprechend sieht das hier natürlich aus. Also ich habe jetzt hier unterhalb der Dinette. Ja, und für diejenigen, die keine toten Tiere sehen können, dann schauen am besten jetzt die nächsten Sekunden kurz weg. Tatsächlich ist da eine Maus. Also so sahen die Fallen aus. Wenn die Maus dazwischen ist, kann man hier hinten ganz einfach die Klappe öffnen und die fällt raus. Also man braucht sie noch nicht mal mehr anfassen. Die zweite liegt hinten am Wassertank. Ich zeige euch das auch mal, wo die war. Dazwischen, wo jetzt der Kleber ist. Und die zweite haben wir auch gefangen. Ich weiß nicht, wie viele hier noch sind. Wir werden auf jeden Fall die Fallen weiterhin auslegen. So, ich musste kurz die Kamera ausmachen, sonst kam ich da nicht dran. So, da haben wir jetzt nochmal die Falle ausgelegt. Und dann wird sich zeigen, ob es das war oder ob da noch was kommt. Ja, und auch hier in der Schublade, wo wir ein paar Lebensmittel gelagert haben, waren die auch. Hier unter der Dinette. An dem Boiler haben wir eine hingelegt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Ja, der Käse ist weg. Und die Falle ist noch gespannt. Da ist zumindest keine. Hier ist auch nirgendwo mehr Mäusekot zu finden. Also wir gehen jetzt mal stark davon aus, dass wir das Problem damit vielleicht schon in den Griff bekommen haben. Wir werden jetzt für die jetzige Tour alles zusammenbauen und hoffen, dass sich das Problem damit gelöst hat. Wir werden auf jeden Fall weiterhin die Fallen mit Köder auslegen. Wohnmobil und Mäuse. Darüber haben wir auch viel recherchiert, viele YouTube-Videos gesehen. Manche schwören dabei auf Nutella-Köder. Wir haben jetzt ein Stück Käse, ich glaube handelsüblicher Gouda war das sogar, verwendet und schon direkt nach der ersten Nacht, also da lass es jetzt vielleicht, waren es jetzt 10, 12 Stunden, wo wir die gestern Abend ausgelegt haben, ja, und heute Morgen. Von den 4 Fallen waren 2, die angeschlagen hatten und die gut positioniert waren. Also wir hatten 2 Mäuse hier im Van. Also was sie auch nicht mögen, Eukalyptusöl, ja, das Träufeln war auf kleine Kompressen oder Wattepads, die legen das in die Ecken, denn das mögen sie gar nicht. Bringt natürlich nichts, wenn man das zuzüglich neben den Fallen legt, weil die Fallen sind ja eigentlich dafür da, um sie mehr oder weniger anzulocken. Ja, so war auf jeden Fall unsere Theorie. Die Fallen mit dem Käse, mit dem Köder zum Anlocken, aber jetzt im Nachhinein, wo wir sie dann raus haben, wollen wir sie natürlich fernhalten. Und das versuchen wir mit dem Eukalyptusöl oder ich kenne es unter Chinaöl, das Träufeln war auf Kompressen oder Wattepads so ein bisschen drauf und legen das in den Ecken und hoffen damit, die Mäuse fernzuhalten. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch bleibt der Ärger erspart. Es kommt auf jeden Fall immer mal wieder vor, dass sich da Mäuse irgendwo einnisten. Ich habe jetzt Gott sei Dank kein Nest gefunden. Also wir haben jetzt alles durchsucht, in den Ecken, hinten, in der Garage, im Gaskasten, überall, wo man jetzt so ohne weiteres, sag ich mal, oder ohne größeren Aufwand dran kam, da habe ich auf jeden Fall nachgeschaut und da haben wir nichts gefunden. Also wir hoffen mal, dass es wirklich ja, 2 Ausreißermäuse waren. Nichtsdestotrotz habe ich weiterhin eine Falle, weil sie auch hier waren, hier war auch Mäusekot, habe ich hier weiterhin eine Falle bei den Lebensmitteln deponiert und eine auch da unten. Eine ist jetzt hinten unterm Bett. Auch der Wassertank ist, habt ihr ja gerade gesehen. Ja, und eine weitere ist hier unter der Dinette an der Batterie. Ja, damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem Kanal Travel & Hike. Tschüss, ciao und servus. Roland aus dem Pott.